langer Zeit regierten zwei Rassen über die Erde, Menschen und Monster. Eines Tages brach der Krieg zwischen den zwei Rassen aus. Nach einer langen Schlacht waren die Menschen siegreich. Sie versiegelten die Monster unter der Erde mit einem magischen Spruch. Viele Jahre später. Mount Abbott, 2018. Legenden sagen, dass diejenigen, die den Berg besteigen, niemals zurückkehren. Tja, und da fallen wir in ein tiefes Loch. Falls das Mikrofon zu leise ist, sagt Bescheid, dann mache ich es ein bisschen lauter. Aber erfahrungsgemäß müsste das hinhauen. Ja, und man sieht jetzt schon, den Frame habe ich eingestellt. Wir können aber nochmal. Einen anderen nehmen, wenn ihr möchtet. Border Dynamic. Aber ich glaube, die diese Border, also es gibt noch keine. So wie sie es auf dem PC auch spielt. Und das hat tatsächlich dieses Bildverhältnis 4 zu 3. Da können wir nichts dran ändern. Simpel Sepia ist auch sehr schön. Aber ich finde, ich glaube, dynamisch ändert sich tatsächlich je nachdem, wo man sich befindet. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Ihr könnt es auch auf Japanisch spielen, wenn ihr möchtet. Dann denke ich mir die Dialoge einfach aus. Ich spiele es natürlich auf Englisch. Ich werde auf Deutsch moderieren. Ich werde die Texte auch größtenteils übersetzen. Und es wird eine Menge Voice Acting geben. Es wird wahrscheinlich ein bisschen cringe-worthy. Alles klar, dann fangen wir mal an. Wie nennen wir uns denn? Ja, mein Name ist André. Dann machen wir das doch so. Oder sind das wieder vier Buchstaben und es geht gar nicht? Doch, es geht. Perfekt. Der Charakter heißt eigentlich Frisk. Wenn ich den jetzt aber so nenne, starte ich den schweren Modus. Das möchte ich nicht. Ja. Ja, und da sind wir. Also wir sind hier auf diesen goldenen Blumen gelandet. Man sieht noch das Licht von oben. Und wir verlassen mal diesen Raum. Da oben wieder die Anspielung an das Triforce und das Zelda-Zeugs in dem Torbogen. Und das ist unser bester Freund Flowey. Howdy! Ich bin Flowey. Flowey die Blume. Du bist neu hier, oder? Cool, du musst so verwirrt sein. Jemand sollte dir beibringen, wie es hier läuft. Ich denke, ich sollte dir ein bisschen zeigen, was hier abgeht. Bereit? Los geht's! Bist du das Herz? Das ist deine Seele. Die Manifestation deines Daseins. Deine Seele ist schwach, aber sie kann stärker werden, wenn du eine Menge LV sammelst. Wofür LV steht? Na, Love natürlich! Du willst ein bisschen Liebe, oder? Keine Sorge, ich teile sie mit dir. Hier unten teilen wir Liebe mit kleinen weißen Freundlichkeitsperlen. Bereit? Beweg dich, versuch alle zu sammeln. Hey, Kumpel, du hast sie verpasst. Lass uns das nochmal versuchen, okay? Ist das ein Witz? Bist du behindert? Lauf in die Bullet. Friendliness Pellets. Du weißt, was los ist, oder? Du wolltest mich nur leiden sehen. Stirb!
was eine furchtbare Kreatur, so ein kleines, unschuldiges Wesen zu quälen. Ah, hab keine Angst, mein Kind. Ich bin Toriel. Wächter der Ruinen. Ich laufe jeden Tag vorbei, um zu sehen, ob jemand heruntergefallen ist. Du bist der erste Mensch seit einer langen Zeit, der hierher kommt. Komm! Ich führe dich durch die Katakomben. Hier lang. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich es mit dem D-Pad oder mit dem Analogstick steuern möchte. Okay. Was? Entschuldigung. Der Schatten der Ruinen schimmert über dir und füllt dich mit Determination. Hab ihn völlig wiederhergestellt. Sehr gut. Determination ist auch eins der Stichwörter hier im Spiel. Willkommen im neuen Zuhause, unschuldiges Kind. Erlaube mir, die Operationsweise der Ruinen beizubringen. Die Ruinen sind voller Puzzles. Alte Fusion zwischen Veränderungen und Schlüssel. Man muss sie lösen, um von Raum zu Raum zu gelangen. Bitte gewöhne dich an ihren Anblick. Okay. Nur die Furchtlosen sollten voranschreiten. Mutige und Dumme. Bitte lauf nicht den Mittelweg. Okay. Um hier voranzukommen, musst du verschiedene Schalter umlegen. Mach dir keine Sorgen. Ich habe diejenigen, die du umschlägen musst, markiert. Super. Drück X, um Schilder zu lesen. Bleib auf dem Weg. Oh, hell no. Ja, jetzt sieht man schon, ich glaube, dass das tatsächlich... Bitte drück diesen Schalter, Toriel. Tatsächlich muss man, glaube ich... Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander. Also auf jeden Fall, der dynamische Hintergrund zeigt mir jetzt die Ruinen, deswegen gehe ich davon aus, dass sie sich verändern wird. Na los, drück den linken Schalter. Ich möchte wissen, was passiert. Nein, nein, nein! Du möchtest den linken Schalter drücken. Ich habe ihn sogar für dich beschriftet. Oh. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, Kleiner. Lass uns zum nächsten Raum voranschreiten. Als ein Mensch im Underground werden dich Monster angreifen. Du solltest dich auf diese Situation vorbereiten. Wie auch immer, mach dir keine Sorgen. Der Vorgang ist einfach. Wenn du einem Monster begegnest, wirst du in einen Kampf geraten. Wenn du in einem Kampf bist, starte eine nette Konversation. Versuch Zeit herauszuschlagen. Ich werde kommen und den Konflikt auflösen. Übe, mit dem Dummy zu reden. Du begegnest einem Dummy. Habe ich noch nie gemacht. Das ist ja süß. A cotton heart and a button eye. You are the apple of my eye. Süß. Ja, kann ich leider jetzt so oft nicht schön übersetzen. Auf jeden Fall, ja, wie man sieht, der Dummy ist völlig wehrlos, hat keine Angriffs- und keine Verteidigungswerte. Der Dummy steht herum und wirkt fast abwesend. Reden. Du redest mit dem Dummy. Scheint nicht viel für Konversationen übrig zu haben. Toriel scheint glücklich mit dir zu sein. Du hast gewonnen. Du erhältst keine Erfahrung und kein Gold. Ah, sehr gut. Du bist sehr gut. Es gibt noch ein Puzzle in diesem Raum. Ich frage mich, ob du es alleine lösen kannst.
Froggit greift dich an. Wir machen ihm ein Kompliment. Froggit versteht nicht, was du sagst, aber war trotzdem geschmeichelt. Der Blick. Du winnst. Und keine Erfahrung und kein Gold. Dadurch, dass ich diesen Kampf jetzt so beschritten habe und nicht anders, habe ich einen Weg vermieden, dass ich einen Weg einschlagen muss oder wer könnte, den ja, den es noch gibt. Also es gibt die Möglichkeit, das Ganze als Genocide-Run zu spielen, bei dem man jedes Monster im Untergrund töten muss. Jedes. Und dadurch, dass ich diesen Froggit jetzt verschont habe, kann ich das nicht mehr. Nur mal so zur Information für euch. Wir spielen übrigens heute einen Pacifist Run. Das heißt, wir werden tatsächlich immer mit allen Monstern freundliche Konversationen beginnen und versuchen, niemanden zu töten. Das ist das Puzzle, aber... Hier, nimm meine Hand für einen Moment. Puzzles scheinen für diesen Moment noch etwas gefährlich zu sein. Du hast es bis hierhin exzellent gemacht, mein Kind. Wie auch immer, ich habe eine schwierige Bitte für dich. Ich würde dich gern bitten, alleine bis zum Ende dieses Raums zu laufen. Bitte vergib mir. Nein! Die Musik! Das ist so schwierig. Oh nein, wo ist Notoriel? Da ist sie. Grüße, mein Kind. Mach dir keine Sorgen, ich hab dich nicht verlassen. Ich war die ganze Zeit hinter dieser Säule. Danke, dass du mir vertraut hast. Wie auch immer, es gab einen wichtigen Grund für diese Übung. Um deine Unabhängigkeit zu testen. Ich muss ein paar Sachen erledigen und du musst für eine Weile allein bleiben. Bitte warte hier. Es ist gefährlich, alleine herumzulaufen. Ich habe eine Idee. Ich gebe dir ein Mobiltelefon. Wenn du irgendwas brauchst, ruf mich einfach an. Sei brav, ja? So, willkommen in den Ruinen. Und das Telefon klingelt. Hallo? Hier ist Toriel. Du hast den Raum nicht verlassen, oder? Es gibt einige Puzzles, die ich dir noch erklären muss. Es wäre gefährlich, zu versuchen, sie allein zu lösen. Sei brav, ja? Rimmi. Entschuldigung, Mensch. Ich habe einen Rat für dich, wenn du gegen Menschen und Monster kämpfst. Wenn du auf eine gewisse Art handelst, oder kämpfst, bis du sie fast besiegt hast, möchten sie vielleicht nicht mehr kämpfen. Wenn ein Monster das nicht möchte, bitte, zeig etwas Gnade, ja? Und das ist tatsächlich auch eine wichtige Sache hier im Spiel. Man kann Monster verschonen und muss sie nicht töten. Auch wenn man eventuell gekämpft hat und die Monster wollen nicht mehr kämpfen, dann kann man die verschonen. Und wenn man es nicht sehr, sehr schwer haben möchte am Ende, sollte man das tun. Spielerisch durch die Blätter zu rascheln, führt dich mit Determination. Entschuldigung. HP fully restored, aber wir haben ja gar keine verbraucht mit Entschlossenheit. So, speichern wir mal. Blatthaufen. Und wir werden angegriffen. Unser erster richtiger Kampf. Wimsum kommt vorsichtig an. Wir könnten Wimsum jetzt schon verschonen. Sein Name ist Gelb. Wir trösten Wimsum. Noch bevor du dein erstes Wort gesprochen hast, Wimsum
bricht Wimstern in Tränen aus und rennt davon. Du hast gewonnen. XP, also Erfahrungspunkte, gibt es tatsächlich erst, wenn man die Monster richtig verschont. Das heißt, wenn man sie in die Flucht schlägt, dann hilft es nichts. Da steht, nimm eins. Nimmst du einen Bonbon? Ja. Du hast einen Bonbon genommen. Genau. Jetzt können wir hier mal in Items gucken. Da haben wir Monster Candy. Wir könnten noch mehr nehmen, aber da steht Take One. Deswegen lassen wir das erstmal dabei. Schön. Ein neues Wimpsam. So. Wir verschonen's und es gibt kein Gold. Das ist sehr traurig. Keine Sorge, das ist ganz normal. Ein Froggit. Wir machen Froggit ein Kompliment. Versteht nicht, was du sagst, aber war trotzdem geschmeichelt. Okay, und genau, den sollten wir natürlich auswählen. Froggit scheint nicht mehr mit dir kämpfen zu wollen. Und jetzt sehen wir, dass der Name ist wieder gelb. Das heißt, wir verschonen Froggit. Dankeschön. Und wir haben 2 Gold bekommen. Ich glaube, bei den Monstern, bei denen man tatsächlich durch Kampfsequenzen geht, bekommt man auch Gold für die Kämpfe. Kommt dann mit der Zeit noch. So. Klingeling. Hallo, hier ist Toriel. Aus keinem bestimmten Grund, was magst du mehr? Zimt oder was ist denn Butterscotch? Butterscotch, ich mag Zimt mehr. Oh, alles klar, vielen Dank. Klingeling. Hallo, hier ist Toriel. Aber du hast Butterscotch nicht, oder? Ich weiß, was du mehr magst, aber würdest du deine Nase... Was? Würdest du es nicht nehmen, wenn du Butterscotch auf deinem Teller hättest? Alles klar, ich verstehe. Danke für deine Geduld. Tschüss. So. 3 von 4 grauen Steinen empfehlen dir, sie zu drücken. Ja, das ist einer von den 4. Froggit! Hallöchen. Ja, ein Kompliment für dich. Na, genau. Und wenn wir halt in diese Friendliness Pellets reinrennen, dann nehmen wir Schaden. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich glaube, hier fällt man grundsätzlich runter. Ah, meine, hier sieht man den Weg. Tatsächlich, genau. Bitte nicht auf die Blätter treten. Okay. Mach trotzdem mal kurz. Ein Wimpsum. Okay, wir könnten es jetzt schon verschonen. Wir checken es trotzdem mal. Das Monster ist zu sensibel, um zu kämpfen. Forgive me! Ja, und man sieht manche Attacken, Wimpsum ist Fluttering. Manche Attacken sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, uns Schaden zuzufügen. Und jetzt haben wir... Nee, okay, Wimpsum gibt uns kein Gold. Gut zu wissen. Kann ich mir den Weg merken? Ich denke schon. Das ist einmal 2, 1, 2, 1. Okay. An der Ecke hängen geblieben. Zwei Froggits und jetzt wird es nämlich schwieriger. Oh. Okay. Oh. Das Schlachtfeld wird vom Geruch von Senfsamen erfüllt. Okay, einen konnten wir jetzt verschonen. Wow. Okay, man merkt diese Art des Kämpfens, nennt sich Bullet Hell. Okay, Froggit möchte nicht mehr kämpfen. Sehr gut. Und jetzt haben wir sogar 4 Gold gewonnen, denn wir haben gegen 2 Froggits gekämpft. Habe ich das Schild gerade gelesen? Okay. So, wie war das? 3 von 4 grauen Steinen empfehlen, sie zu pushen. Und da sind Mordsmords. Oh, die wollen alle nicht kämpfen. Okay. Tschüss. Dann kämpfen wir auch nicht.
Oh, Panne! Wer hat gesagt, du könntest mich durch die Gegend schieben? Hm? Ach so, du fragst mich, dass, ob ich mich bewegen könnte. Na gut, für dich. Hm? Du willst, dass ich mich mehr bewege? Alles klar. Wie wär's damit? Hm? Das war die falsche Richtung? Okay, ich denke, ich weiß jetzt, was du willst. Hm? Ach, ich sollte da bleiben. Mann, das ist echt Sport mit dir. Mäuschen! Der Käse scheint schon eine lange Zeit hier zu liegen. Er ist am Tisch festgewachsen. In dem, das Wissen, dass die Maus eines Tages ihr Loch verlässt und den Käse essen kann, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Warte mal, HP? Okay, alles klar. Also das passiert jetzt mal, am Speicherpunkt wird man einmal geheilt. So, wer liegt denn hier rum? Ein Gespenst? Dieser Geist sagt die ganze Zeit, tut so, als würde schlafen. Würde er schlafen. Mit Macht bewegen? Nein. Okay, müssen wir. Hier kommt Napster Luke. Napster Luke, Angriff 10, Verteidigung 10. Dieses Monster scheint keinen Sinn für Humor zu haben. Oh, ich bin wirklich lustig. Wow, okay. Blukey. Scheiße! Napster Luke tut so, als würde er schlafen. Okay, er hat geweint, das heißt, wir werden ihn mal aufmuntern. Du lächelst Napster Luke geduldig an. Mir ist gerade echt nicht danach, sorry. Napster Luke sieht ein bisschen besser aus. Wir machen weiter. Du erzählst Napster Luke einen kleinen Witz. Jetzt kommen die Tränen schon viel, viel langsamer. Das Aufmuntern scheint Napster Blukes Laune verbessert zu haben. Napster Blue will dir was zeigen. Warte, lass es mich versuchen. Ich nenne es Dapper Blue. Magst du's? Napster Blue erwartet deine Antwort. Ja! Oh, gee. Eigentlich komme ich in die Ruinen, weil sonst hier niemand ist. Aber heute habe ich jemand Netten getroffen. Oh, ich quatsche wieder rum. Ich gehe dir aus dem Weg. Napster Bloke ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Dapper Bloke ist ein englischer Term übrigens, der sowas heißt wie fescher Typ. Wie viel Gold haben wir denn? 8. Hier kommt nämlich was Wichtiges. Spinnengebäckverkauf. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Lassen wir 7 Gold im Netz? Ja. Ein paar Spinnen krabbel ich runter und geben dir einen Donut. Dankeschön. Wir haben gerade einen Donut gekauft und das ist tatsächlich wichtig, dass man da was kauft für später. Haben Sie es verpasst? Spinnengebäckverkauf. Unten rechts. Kommen und. Kommen Sie und genießen Sie Essen. Gemacht von Spinnen für Spinnen. Aus Spinnen. Moment, hier war irgendwo was. Bin mir sicher. Da ist ein kleiner Riss in der Wand. Darin ist ein Frosch. Warte, da sind 2. Du hattest eine wundervolle, exklusive Erfahrung. Die nur jemand finden konnte, der 2 Frösche sehen kann. Okay. Oh. Mikosp. Okay, der ist ekelhaft. Wir flirten mal. You wiggle your hips. Schüttelst mit deinen Hüften. Moldsmall schüttelt seine Hüften zurück. Was für eine bedeutende Konversation.
Sexy Wiggle. Okay, 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 wir müssen... Oh Gott. Ich zu sein ist das Beste. Er tanzt. Okay. Mein Gott, ist alles egal. Na dann, wir sind mal verschont. Du hast gewonnen. Keine Erfahrung und 3 Gold. Ribbit, ribbit. Mein Freund hört nie auf mich. Immer wenn ich rede, drückt der Kreis, um durch meine Dialoge zu skippen. Genau, mit Kreis. Oh. Du dich auch. Ribbit, ribbit. Ich habe gehört, Rahmen zu benutzen kann ein bisschen Farbe in die Welt bringen. Es scheint so, als könntest du dir im Einstellungsmenü auswählen, bevor du das Spiel lädst. Wie auch immer, es gibt keinen Froschrahmen. Also es ist sinnlos. Ich habe gehört, du bist sehr gnadenvoll für einen Menschen. Sicher weißt du inzwischen, dass du ein Monster verschonen kannst, wenn sein Name gelb ist. Was hältst du davon? Es ist sehr nützlich. It is rather helpful. Denk dran. Jemanden zu verschonen heißt, dass du nicht kämpfst. Vielleicht wirst du eines Tages machen müssen, selbst wenn der Name nicht gelb ist. Hallo? Mir ist gerade klar geworden, dass es eine Weile her ist, seit ich sauber gemacht habe. Hab nicht erwartet, so schnell wieder Besuch zu bekommen. Da liegen bestimmt ein Haufen Sachen hier und da herum. Du kannst sie auch sammeln, aber bitte trag nicht mehr, als du gebrauchen kannst. Eines Tages wirst du etwas sehen, was du wirklich magst. Also willst du vielleicht Platz dafür in deinen Taschen lassen? Klick. Oh, mir fällt gerade ein. Okay, ich hab sonst nix. André, das bin ich. Level 1. 13 von 20. Ach nee, Love war das ja. Angriff 0, Verteidigung 0, Erfahrung 0. Nächste Stufe in 10. Waffe, Stöckchen und als Rüstung haben wir eine Bandage. Okay. Es gibt nur einen Schalter. Das heißt, ich glaube, man könnte hier direkt durchgehen. Wir gucken uns auch mal alle Räume an. Lux kommt näher. Okay, wir checken Lux mal kurz aus. Angriff 6, Verteidigung. Okay. Verteidigung 6, ärger ihn nicht. Familienname Iwalker. Sein Name ist Lux Iwalker. Bitte ärger mich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das war früher nicht so schwer. Lux starrt dich an. Endlich versteht es jemand. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach hier bleiben, lass dir so in Ruhe. Sehr gut. Lux, schau dich an. Du hast gewonnen! Wuhu! Bin mir sicher, der Schalter war, glaube ich, da. Aber da unten ist Blug. Deswegen, wir gucken uns auch ein bisschen um hier. Gibt's ein bisschen was zu holen. Vegetoid kam aus der Erde. Okay, Vegetoid, Angriff 6, Verteidigung 6, Serviergröße, ein Monster. Nicht überwacht von der USDA, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich. United States irgendwas Administration. Welcher Morgengeschmack? Oh Gott, oh nee. Okay. Es riecht nach gedünsteten Karotten und Bohnen. Pflanzen können nicht reden. Bist du dumm? Werdet heute kichert. Dinner? Du patschst dir auf den Bauch und werdet heute bietet dir ein gesundes Mahl. Ist ja dein. Oh, ist deine. Okay, okay. Eat your greens, das war ein wichtiger Hinweis. Ich muss was essen. Du hast den Spider-Man gegessen, du hast 12 HP. Lokal, sehr lokal angebaut. Okay.
Machen wir nochmal mit dem Dinner. Wenn man das Grüne isst, bekommt man nämlich HP zurück, aber ich hab's wieder verpasst. Scheiße. Der wird halt kichert. Da ist es. Jawohl! So, wir haben HP zurückbekommen. Und jetzt kann ich ihn verschonen. Ich könnte noch essen übrigens. Das machen wir besser nicht. Genau, also wenn was grün ist und man sammelt es auf, kann man es tatsächlich haben, denn es gibt ein HP zurück. Du hast ein verblasstes Band gefunden. Das können wir, glaube ich, ausrüsten. Du hast das Schleifchen ausgerüstet. Okay, und schauen wir mal. Jetzt haben wir nämlich etwas mehr Verteidigung. 3. Und die Angriffe machen nicht mehr alle so krassen Schaden wie vorher. Mein Gosp. Migosp. Oh, die sind aber wütend aus diesmal, oder? Okay, wir können Mordsmore auf jeden Fall schon mal verschonen. Da. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hat auch noch einen anderen Angriff. Okay, wo dann irgendwie so Noten rumfliegen. Okay, Blucky! Ich bin runtergefallen. Jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Okay, ohne mich. Warte. Geister können fliegen, oder? Oh. Ich mag Luke. Luke ist ein toller Freund. So. Okay, hier ist nichts mehr. Ah, da unten vielleicht noch was. Ja, komm, wir machen das. So, eat your greens. Jawohl, dankeschön für die Heilung. So, dann müssen wir nochmal hier runter. Und den Schalter umlegen. So. Ich glaube, wir sind fast raus. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ich hole mir einen neuen Donut. Oh, nicht fight. Ich kann es euch kurz zeigen. Ich weiß nicht, kann man es abbrechen? Nee, speichern, dann zeige ich euch, wie man kämpft. Wir provozieren ihn nicht. Ah, okay. Aber es ist leichter auszuweichen, wenn man ihn nicht ärgert. Lux, Eyewalker. Sila hat recht. Wir holen uns nochmal schnell einen neuen Donut. Ist ja gleich hier unten. Ärgern. Okay. Wie er guckt. So. Oh ja. Okay, was kann man hier reinwerfen? 18. Ja, komm. Wir nehmen alles mit. So. Ja, wie gesagt, das mit den Donuts ist tatsächlich wichtig. Also man muss nicht zwingend einen neuen kaufen, aber es ist gut, einen dabei zu haben. Wichtig ist, dass man aber einmal wenigstens einen Donut gekauft hat. Je mehr man ausgibt, desto besser. Warum erfahren wir später? Dinner! Alter! Alter! Leck mich! Scheiße. Warum ist der Angriff jetzt so hart von dem? Boah, tschüss. das Dungeon ist quasi das Tutorial. Tutorial, verstehst du? Die andere Tür ist kein Ausgang. Sie zeigt nur eine Drehung der Perspektive. Okay. Also, wenn man von der Tür reinkommt, ist rechts von der Tür der blaue, links von der Tür der grüne Schalter. Da ist der blaue und da ist der grüne. Wenn du das lesen kannst, drück den blauen Schalter. Der war hier hinten. Du hörst ein klickendes Geräusch. Lux
Fuchs und Co. entscheiden, dich zu ärgern. Alter, Leute. Das ist nicht lustig. Okay. Boah, was? Oh, was? Ich bin nicht gut in diesen Kämpfen. Okay, und jetzt jemand in der Gruppe hat Migos Vegetoid ist hier für deine Gesundheit. Einen ganz anderen Angriff. Nee, wir reden nicht mit dem, sondern wir haben Spinner. Okay. So. Und jetzt hat er wieder gute Laune und tanzt. Ich glaube nur. Nee, der macht nichts. Okay, krass. Okay. Und tschüss. Tschüssi! Oh! Ja, das war mal ein etwas schwererer Kampf. Oder, es gibt Achievements auf der PS4. Es gibt ja keine bei Steam. Okay, wir müssen nochmal zum Candy zurück. Ich bin zwar kein Achievement Hunter, aber ich nehme es mit. Tanzen wir! Kann ich nochmal speichern und mich heilen, warum eigentlich nicht? Das Lustige ist, wenn man den Pacifist Run spielt, den wir jetzt spielen, scheinen die Kämpfe häufiger zu werden. Wenn man den Genocide Run spielt, werden es immer weniger Kämpfe von Mal zu Mal. Wow. Tschüssi. So. Keine Sorge, ja, wir gehen nochmal den ganzen Weg zum Anfang zurück, es tut mir auch leid, aber wir sind nicht mehr weit vom Ende entfernt, vom Ende der... Außerdem können wir so noch ein bisschen Geld sammeln, das ist gar nicht so schlecht. Oh, ich bin doof. Wir tanzen. Wir uns hier nochmal. So. Die Steine. So, Entschuldigung, dass ich gerade nicht viel moderiere. Was erzählt ihr noch über das Spiel? Kam 2015 raus. Ist zum großen Teil durch einen Menschen entstanden, den guten Tony Fox, der vorher schon in der Szene bekannt war, also in der entsprechenden Szene, nicht in meiner, durch Earthbound-Mods, die er gemacht hat. Und es gab auch, falls ihr die Game Theorists kennt, ein ganz toller YouTube-Channel, kann ich nur empfehlen. Dort gab es auch eine Theorie darüber, dass... Ja. Du nimmst noch mehr Süßigkeiten. Disgusting. Du fühlst dich wie der Abschaum der Erde. Der kennt, die Süßigkeiten fallen auf den Boden. Sieh nur, was du getan hast. Okay, ich krieg kein Achievement. Du hast mich verarscht. Nein, Spaß. Kann sein, dass ich die Benachrichtigung aus habe, die Achievements nicht angezeigt bekommen. Schade. So, wir speichern hier mal. Und beim nächsten Kampf zeige ich euch, wie ein Angriff aussieht. Sehr gut. Also, wenn wir Wimstam angreifen wollten, könnte ich jetzt quasi... Okay, ich habe daneben gehauen, weil ich nichts gemacht habe. Ich habe keine Wahl. Wimstam will nicht kämpfen. Wimstam macht weiter und Entschuldigung. Also wenn man in der Mitte in dem grünen Bereich zuschlägt. Ich weiß nicht. Sorry, ich muss leider. Kann ich gar nicht. Nee, okay.
in dem grünen Bereich zuschlägt, dann gibt das halt einen Volltreffer. Ich weiß nicht. Nee, ich habe tatsächlich kein Achievement bekommen dadurch. Okay. Egal. Oder die kommen ja später. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es auf Steam keine Achievements gab. Genau, also wenn man im grünen Bereich zuschlägt, ist es halt ein Volltreffer. So. Und je weiter man von dem grünen Bereich wegkommt, desto weniger richtet der Angriff an. Es gibt übrigens in jedem Kampf mit jedem Monster die Möglichkeit, nicht zu kämpfen. Also man wird nicht gezwungen zu kämpfen in dem Spiel, wenn man möchte. So. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, die verändern sich, wenn man flirtet. Versuch's mal weiter. Ach, wir machen mal nach. Du liegst mit Moldsmall unbeweglich herum. Es fühlt sich an, als würdest du die Welt etwas besser verstanden. Guck mal. Slime Sounds. Okay. Okay. Alles klar. Dann nicht. Ich dachte, ich könnte die irgendwie bewegen, sich zu verändern. Denn die verändern sich aber wahrscheinlich nicht hier in den Ruinen, weil das auch der Tutorial-Level ist. Super. Tschüss. Aber ich muss mal sagen, ich habe gar nicht wenig Geld, aber dieses dreimal hin und her laufen bringt's halt. So. Speichern. Wir spielen schon 40 Minuten. Irre. Achso, das haben wir gemacht. So. Den Schalter müssen wir nicht mehr auslösen. Megosp sieht böse aus. Und sobald die Monster weg sind, tanzt er nur noch. Woo! Interessant, Megosp. Bei der Maus habe ich aber auch eins bekommen. Vielleicht werden die nur nicht angezeigt. Ja, vielleicht werden die nicht angezeigt. Ich muss mal gucken. Aber wäre schade, oder? Vielleicht, weil die PS4 gerade kein Internet hat. Ich habe die ja sonst immer am Kabel. Also am Netzwerkkabel. Und wenn ich streame, nehme ich das Kabel aber und es kommt an den Laptop, damit ich eine stabile Übertragungsrate habe. Wahrscheinlich liegt es daran. Wenn die PS4 jetzt am Internet wäre, dann wäre es wahrscheinlich anders. Blau-gelb. Jetzt muss ich wahrscheinlich den roten Schalter drücken. Na gut, ist halt so. Wenn wir nachher mal ein Päuschen machen, ich würde sagen, wir machen so. Ja, wenn wir aus den Ruinen raus sind, machen wir das erste Päuschen. Dann werde ich mal kurz die PlayStation online nehmen und dann mal sehen, was passiert. Lux und Co. entscheiden sich zu ärgern. Eat your greens! Nein! Verdammt! Kann man das verpassen? Natürlich, wie soll ich das denn kriegen? Nochmal. Komm, hau rein. Jawohl! Oh. Also man sieht eben, dass auch das Maikost nicht wirklich angreift, weil der Schwarm ja immer einen in der Mitte hält, aber halt nicht wirklich auf ihn zukommt. Tja, tja, tja. So. Genau, also wenn wir die Pause machen, dann verbinde ich die PS4 mal kurz mit dem Wi-Fi. Und dann sind wir weiter. Da ist grün und da ist rot. Tja, tja. Man muss, glaube ich, trotzdem achtsam bleiben, weil es gibt nämlich irgendwann einen Punkt, wo dieses Viech doch angreift. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft mit diesem Raum. Genau. Und wo geht's denn dahin? Ribbit, Ribbit. Nur so zwischen uns beiden.
Ich habe gesehen, dass Toriel hierher gekommen ist vor einer Weile. Sie hat irgendwie Einkäufe rumgetragen. Ich habe mich gefragt, wir haben alle zu viel Angst, um sie zu fragen. Du hast ein Spielzeugmesser gefunden. Nicht you found a toy knife. Toy knife? Toy knife. Hallo? Nicht you found a toy knife, sondern the toy knife. Du hast das Spielzeugmesser gefunden. Keine Ahnung. Ja, wir benutzen es aber nicht. Wir brauchen den Stick später noch. Ein schöner Baum. Ui, das hat länger gedauert, als ich dachte. Wie hast du es hierher geschafft, mein Kind? Bist du verletzt? Oh je, komm, ich heile dich. Ich hätte dich nicht alleine lassen sollen. Es war so verantwortungslos von mir, dich so überraschen zu wollen. Egal. Ich denke, ich kann es eh nicht mehr verstecken. Komm, Kleiner. Der Musik war komisch. Jedes Mal, wenn dieser alte Baum ein Blatt bekommt, fällt es direkt ab. Süßes Haus in den Ruinen zu sehen. Erfüllt dich mit Entschlossenheit. Erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ich kann das. Wir speichern. So, wir sind gleich aus den Ruinen. Riechst du das? Überraschung! Das ist ein Butterscotch-Cinnamon-Kuchen. Ich weiß auch nicht, was Butterscotch ist. Ich muss das jetzt mal kurz nachgucken. Ich dachte, wir könnten deine Ankunft feiern. Sekunde. Ich bin sofort für euch da. Was ist Butterscotch? Buttertoffee-Karamell. Alter, mag ich viel mehr als Zimt. Was habe ich dir getan? Ich möchte, dass du, wenn du hier lebst, eine schöne Zeit verbringst. Also gibt's den Schneckenkuchen erst heute Abend. Hier, ich habe noch eine Überraschung für dich. Was ist hier unten? Hey, geh nicht hier runter. Ich will dir oben was zeigen. Komm. Okay. Das ist es. Ein Raum für dich allein. Ich hoffe, du magst ihn. Oh, und sie streichelt uns den Kopf. Brennt da was? Fühl dich wie zu Hause. Genau, wir gucken uns erstmal die anderen Zimmer an. Ein Spiegel! Es bist du. Sehr empfehlenswert, das Ganze nochmal, Genocide Run zu spielen, denn naja, es ist empfehlenswert. Raum wird renoviert. In der Schublade sind Blumensaat und kaputte Stifte. Nur ein gewöhnlicher alter Eimer voller Schnecken. Das ist Toriels Tagebuch. Möchtest du die eingekreiste Passage lesen? Ja, du liest die Passage. Why did the skeleton want a friend? Because she was feeling lonely. Kann man nicht gut übersetzen, es tut mir leid. Der Rest der Seite ist mit ähnlichen Witzen gefüllt. Toriels kleiner Stuhl. Er heißt Cheryl. Das ist eine Enzyklopädie der Souterrain Pflanzen. Der Öff ist in der Mitte. Typha. Eine Art von, ja, feucht, weiß nicht, von Sumpfpflanzen mit braunen, länglichen Samenpots. Besser bekannt als Wasserwürstchen. Gleich nochmal. Jawohl. Du schaust in den Schrank. Skandalös!
Es ist Toriels Sockenschublade. Definitiv größer als ein King-Size- oder Twin-Size-Bett. Aha, Twin-Size. Wahrscheinlich irgendwie so 1,40 oder so. Oh, halt. Da ist noch nichts. Sehr gut. Sieh diese coolen Spielzeuge an. Sie interessieren dich kein bisschen. Ein leerer Fotorahmen. Er ist sehr staubig. Eine Kiste Kinderschuhe mit verschiedenen Größen. Da ist eine gelbe Blume. Die Musik verändert sich. Erstmal pennen. Du findest ein Stück Karamellzimtkuchen. Geht das, passt das bei uns zusammen? Ist das süß? Warum habe ich das nie gemacht in der PC-Version? Na gut. Schauen wir mal. Too real! Da sitzt er am Feuer und liest ein Buch. Wenn man sich Chara nennt. Nee, Frisk nennt. Und Entschuldigung, Chara ist ein anderer Name. Geh ab. Geh ab. Geh ab. So. Wenn man sich Frisk nennt und den Hard Mode spielt, endet er an dieser Stelle. Ich habe es noch nie probiert, also nie so weit. Und man bekommt dort tatsächlich Snail Pie, glaube ich. Ein Buch. Hinter der Barriere gefangen und ängstlich vor weiteren menschlichen Attacken sind wir zurückgezogen. Haben wir zurückgezogen. Tief in die Erde, bis wir das Ende der Höhen erreicht haben. Das war unser neues Zuhause, das wir Zuhause nannten. So großartig unser König auch ist, er ist echt schlecht mit Namen. Das Feuer brennt nicht besonders heiß, nur angenehm warm. Du könntest deine Hand reinstecken. Die Enden dieser Werkzeuge wurden abgeschliffen, damit sie sicherer sind. Aus irgendeinem Grund ist da Magenschokolade im Kühlschrank. Da ist etwas weißes Fell im Abfluss. Im Schrank sind Förmchen, Keksformen für Gingerbread Monster. Also. Sag schon. Lebkuchenmonster. Die Größe des Kuchens beeindruckt dich zu sehr, um ihn zu essen. Der Herd ist sehr sauber. Toriel scheint stattdessen Feuermagie zu benutzen. Okay. Entschuldigung. Du bist schon wach? Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich froh bin, dass jemand hier ist. Es gibt so viele alte Bücher, die ich mit dir teilen möchte. Ich möchte dir mein Lieblingskäferfangort zeigen. Außerdem habe ich einen Plan für deine Bildung entwickelt. Das mag vielleicht überraschend für dich kommen, aber ich wollte immer ein Lehrer sein. Okay, vielleicht ist es nicht besonders überraschend. Trotzdem. Ich bin froh, dass du hier lebst. Oh, wolltest du etwas? Was? Man kann nicht nach Hause. Was? Das ist jetzt dein Zuhause. Möchtest du etwas über das Buch hören, das ich hier lese? Das heißt 72 Anwendungen für Schnecken. Wie wär's? Wie komme ich aus den Ruinen? Wie wär's mit einem interessanten Schneckenfakt? Wusstest du, dass Schnecken furchtbare Schnürsenkel sind? Interessant. Wie komme ich hier raus? Ich muss was erledigen. Bleib hier.
Du willst nach Hause zurück, oder? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Ein Ausgang, der nur in eine Richtung führt. Ich werde es zerstören. Niemand wird hier jemals wieder davonkommen. Nun, sei ein braves Kind und geh nach oben. Doriel! Jeder Mensch, der hier runterfällt, geht dem gleichen Schicksal entgegen. Ich habe es wieder und wieder gesehen. Sie kommen, sie verlassen mich, sie sterben. Du naives Kind, wenn du die Ruinen verlässt, sie, Asgore, wird dich töten. Ich beschütze dich doch nur, verstehst du das nicht? Geh in dein Zimmer. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Das ist deine letzte Warnung. Willst du wirklich so dringend gehen? Du bist wie die anderen. Es gibt immer nur eine. Es gibt nur eine Lösung dafür. Beweise dich. Beweise, dass du stark genug bist zu überleben. Toriel versperrt den Weg. 80. Toriel weiß, was das Beste für dich ist. Konntest an keine Themen, über die du dich unterhalten kannst, denken. Sorry, atme tief ein. Sieht durch dich hindurch. Okay, es ist wichtig, dass wir jetzt die ganze Zeit verschonen, denn sonst wird der Kampf echt schwer. Und ja, sag mal, ich bin da bei dir. Mein Herz bricht das Team auch. Und ja, es gibt halt diesen einen Weg, auf dem wir diesen Kampf gewinnen wollen. Was tust du? Lauf davon! Was beweist du damit? Das ist so schwer. Bekämpfe mich oder verschwinde! Hör auf damit! Diesen einen Punkt. Toriel bereitet einen magischen Angriff vor. Hör auf, mich so anzusehen. Verschwinde! Merkt man eben schon, okay, haben wir den Tipp erhalten, nach dem Kampf noch was am Anfang zurückzugehen, das machen wir auf jeden Fall. Man merkt, wie der Kampf einfacher wird, weil sie nach einem Treffer sofort aufhört. Und jetzt treffen uns die Attacken nicht mehr. Ich weiß, du willst nach Hause, aber... Bitte geh jetzt nach oben. Ich
verspreche, ich werde mich gut um dich kümmern. Ich weiß, wir haben nicht viel, aber... wir können ein gutes Leben haben. Warum machst du es so schwierig? Bitte, geh nach oben. Oh Gott, wir machen sie unfassbar traurig. Lächerlich, ja? Ich kann nicht mein eigenes einzelnes Kind retten. Nein, ich versteh's. Du wärst nur unglücklich hier unten gefangen. Die Ruinen sind sehr klein, sobald man sich mal daran gewöhnt hat. Es wäre nicht das Richtige für dich, hier aufzuwachsen. Meine Erwartungen, meine Einsamkeit, meine Angst. Für dich werde ich sie beiseite packen. Wenn du die Ruinen wirklich verlassen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Wie auch immer, wenn du sie verlässt, bitte komm nicht zurück. Ich hoffe, du verstehst. Auf Wiedersehen, mein Kind. Okay, wir halten uns an den Tipp und gehen nochmal ganz zum Anfang zurück. Das Haus ist leer, weil so weit bin ich schon mal zurückgegangen. Es gibt Undertale seit 2015. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr gekauft. Ich kann mir bis heute nicht merken, dass Determination Entschlossenheit heißt. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ich habe es jetzt drin. Das Problem ist, wenn man viel mit der englischen Sprache zu tun hat, versteht man Wörter, ohne die korrekte Übersetzung zu wissen und kümmert sich dann nicht mehr drum. Ist dann einfach scheißegal, weil du weißt ja, was das Wort bedeutet, aber du kannst es nicht übersetzen. Das ist komisch. Und ich glaube, das ist passiert, wenn man sehr, sehr viel mit einer anderen Sprache zu tun hat und aufhört, das immer zu übersetzen, was man liest oder hört. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Wir ärgern ihn natürlich nicht. Natürlich. Und er macht zum Dank die langsame Attacke. Tschüssi. Das Coole ist, wir sammeln sogar noch ein bisschen Gold. Also nochmal zurücklaufen zum Anfang ist nicht unbedingt was Schlimmes. Haben wir natürlich gerade schon mal gemacht, aber wir machen es eben nochmal. Just Dance! So, die Musik ist so ein Mix. Also in dem Spiel gibt es zum Teil so 8-Bit-Musik, wie man jetzt beim Kampfthema ja hört. Was, obwohl das Kampfthema, glaube ich, auch nicht hundertprozentig 8-Bit ist. Das Schlagzeug ist nicht 8-Bit. So. Und ja, dann hier halt richtige Instrumente, manchmal so ein bisschen 16-Bit-Zeug. Aber meistens ist es so 8-bittig. Das mag ich sehr. Und ja, das ganze Spiel mutet natürlich auch sehr retro an. Die Grafik ist sehr minimalistisch und trotzdem schön. Für mein Dafürhalten. So, speichern ist immer wichtig. Okay, und das, was Undertale so besonders macht, ist eigentlich, man spielt es erstmal, man kämpft gegen Monster, aber mehr leveln, weil man aus Rollenspielen kennt, wenn man nicht anfängt zu leveln, wird das Spiel irgendwann schwer. Und tatsächlich ist das der Faktor, der mich an Rollenspielen meistens nervt, vor allem an so typischen Japano-Grindern wie Final Fantasy, obwohl ich Final Fantasy liebe. Aber es gab immer diese eine Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin, weil ich eben nicht genug gekämpft habe, sondern nur mitgenommen habe, was mir über den Weg gelaufen ist, anstatt weiterzukämpfen. In dem Punkt finde ich Undertale sehr, sehr befriedigend. Oh, kann ich mir den Weg... Oh ja, okay. Alles klar. Witzig. Passiert eh nichts. Er sagt nichts.
Okay, komm, jetzt ist Toriel nicht da. Dieser Schalter funktioniert nicht mal. Mach dir keine Sorgen um mich. Jemand muss sich um diese Blumen kümmern. Goldene Blumen. Sie müssen deinen Fall gebremst haben. Sagt sie noch was anderes? Okay. Och je. Ja, mit diesen Blumen. Da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Ich glaube sogar, dass wir was getriggert haben, indem wir jetzt hier lang gegangen sind. Also ich habe Undertale jetzt schon insgesamt dreimal durchgespielt, auf dem PC natürlich. Und jedes Mal ein anderes Ende gehabt. Ich habe jetzt inzwischen schon vier Enden erlebt, aber ich möchte noch ein weiteres Ende erleben. Aber das werden wir heute nicht sehen. Doch, tatsächlich ja. Es gibt, glaube ich, 7 Enden. Oder 6. Bin mir gar nicht sicher. Und ja, es hängt viel davon ab, wie man sich verhält im Spiel. So, wir sind gleich aus den Ruinen raus. Machen wir erstmal ein kurzes Päuschen. Ich merke, wenn meine Konzentration nachlässt. Muss ich nochmal ganz kurz ein Käffchen trinken und dann geht's wieder weiter. Was? Wieso? Wieso ist jetzt kein Kampf draus geworden? Witzig. Okay. Da ist aber einer. Ein Froggit. Du siehst schön aus. So. Wir haben echt mächtig Geld jetzt. Das ist krass. Geht nicht mehr ans Telefon. Das hätten wir noch machen sollen, das ärgert mich gerade. Also man hätte Toriel anrufen können und mit ihr flirten, sie Mama nennen können. Was in der Reihenfolge ein bisschen komisch ist. So. Es wird auch, verspreche ich euch, falls euch das in den Ruinen jetzt gerade ein bisschen zu langweilig war und zu sehr rollenspielig, es wird besser. Und es wird vor allem. Oh. Mann. So. Es wird auch witziger mit der Zeit. Ja. Entschuldigung. Gleich geschafft. Verdammt. Okay, reicht. Das Spiel hat, glaube ich, 400 Megabyte oder so. Das ist geil, ich habe noch nie ein PlayStation-Spiel so schnell runtergeladen. Ach, Downwell ist, glaube ich, auch nicht so groß. Auch ein cooles, so, ja, das ist halt eher so ein Zeitvertreib. Also, es ist so ein. Man fällt halt im Wurm runter, muss da Items sammeln und Power-Ups und so. Das ist ganz cool für zwischendurch mal. Aber halt, glaube ich, auch keine Handlung. So. So. Die langen Gänge in den Ruinen sind eben lang. So, wir gehen durchs Tor. Es wird ein bisschen heller. Noch ein bisschen heller.
Also noch ein bisschen heller. Das ist tatsächlich witzig, dass das hier so gemacht ist. Diesen Effekt kennen vielleicht noch einige von euch, die Pokémon Rot und Blau gespielt haben, wo der Boden in diesen Fahrradtunneln sich auch verändert. Einfach damit man merkt, dass man auch eine Weile unterwegs ist. Und diesmal ist Toriel nicht hier, um uns zu helfen. Clever. Sehr clever. Du denkst, du bist richtig schlau, oder? In dieser Welt heißt es töten oder getötet werden. Okay, du konntest nach deinen eigenen Regeln spielen. Du hast das Leben einer einzelnen Person gerettet. Ich wette, du fühlst dich richtig super. Du hast niemanden gekillt dieses Mal. Aber was machst du, wenn du einem gnadenlosen Killer begegnest? Du wirst sterben und du wirst sterben und du wirst sterben. Bis du des Versuchens müde bist. Was machst du dann? Wirst du aus Frustration töten? Oder wirst du einfach aufgeben? Und mich die Macht übernehmen, sie zu kontrollieren? Ich bin der Prinz der Zukunft dieser Welt. Mach dir keine Sorgen, mein kleiner Regent. Das ist so interessant. So süß. Okay, Flau ist weg. Und wir verlassen die Ruinen.